Sehr geehrter Herr Weiner, sehr geehrter Herr Kuhn, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und Angehörige, liebe Mitschüler. Wir möchten uns heute mit einem Thema beschäftigen, das immer angesprochen wird, wenn es um ein Schul- oder Bildungssystem geht. Chancengleichheit. Ein schönes Wort, mit dem so mancher Unfug getrieben wird und das fast überall herhalten soll. Oft wird unter Chancengleichheit verstanden, dass jeder Mensch in Deutschland die Chance haben soll, auf das Gymnasium zu gehen. Ein Irrtum, den wir am zugegeben etwas überzeichneten Beispiel der Familie Mustermann erklären möchten. Erika Mustermann ist Bankangestellte, Manfred Mustermann Ingenieur. Sie stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Ihr Sohn Max soll nach der 4. Klasse mit einem Durchschnitt von 2,8 auf die weiterführende Schule gehen. Doch welche soll es sein? Hauptschule? Natürlich nicht. Er ist ja nicht unterbelichtet. Denn wer auf die Hauptschule geht, kann ja gleich sein Leben in die Tonne schmeißen. Prinzipiell wäre ja die Realschule ganz okay. Und vom Schnitt her wahrscheinlich auch sinnvoll. Aber muss das sein? Die größten Chancen hat man doch im Gymnasium. Heutzutage zählt doch nur das Abitur. Heutzutage muss man doch einen Gymnasiasten als Sohn haben, um etwas zu gelten. Heutzutage ist das Gymnasium der einzige Weg. Also warum nicht auf das Gymnasium mit ihm? Er wird das schon schaffen. Später ist er froh darüber. Schließlich sollen ihm alle Chancen für sein künftiges Leben ermöglicht werden. Seine Lehrerin empfiehlt ihm im Übrigen den Besuch der Realschule. An dieser Stelle jedoch kommt ein neues Reformchen zur Geltung, das sich als folgenreich erweisen wird. Da die Eltern nun die Grundschulempfehlung prinzipiell auch direkt in den Papierkorb befördern können, sie ist ja nicht mehr verpflichtend, landet ihr Sohn eben doch gleich auf dem Gymnasium. Hier schließt sich die logische Frage an, wer mit dieser Entscheidung eigentlich glücklich wird. Sohn Mustermann? Garantiert nicht. Sohn Mustermann quält sich von Klassenarbeit zu Klassenarbeit, seine Freunde spielen Fußball, er bekommt Nachhilfe, er ist einer derjenigen, die bei jeder Arbeit den Durchschnitt drastisch senken, er schreibt trotz teurer Zusatzunterrichts Vieren und Fünfen. Sein Frust zeigt sich obendrein darin, dass er im Unterricht auffällig wird. So etwas kann ein Kind auf Dauer nicht glücklich machen. Zu den Lehrern des Max Mustermann. Die werden mit Sicherheit auch nicht glücklich. Der kleine Mustermann stört ja den Unterricht. Viel gravierender allerdings sind die Gespräche deswegen mit den Eltern, die die Schuld auf eine Verkettung unglücklicher Umstände oder temporärer Lernschwierigkeiten schieben und den Lehrern obendrein vorwerfen, sie würden das Potenzial, das in ihrem Sohn stecke, gar nicht erkennen. Abschließend zu Herrn und Frau Mustermann. Die beiden können nun immerhin sagen, dass ihr Sohn auch den Weg auf das Gymnasium gefunden hat. Beim Grillfest mit Freunden, deren Kinder ja auch Gymnasiasten sind, wird das mit Stolz betont. Dass das alles aber nicht ganz reibungslos funktioniert hat, dass Frau Mustermann zunehmend von den dauernden Elterngesprächen genervt ist und dass sie ihrem Sohn täglich unter die Arme und noch dazu am Monatsende für die Nachhilfe tief in die Tasche greifen muss, wird nicht so laut kommuniziert. Es endet also damit, dass Familie Mustermann für Nachhilfe teuer Geld bezahlen muss. Muss das sein? Ist das chancengleich, wenn man extra für Bildung zahlen muss? In Baden-Württemberg gehen 12% mehr Schüler auf das Gymnasium als auf die Realschule. In Baden-Baden sind 54% aller Schüler der weiterführenden Schulen Gymnasiasten. Das ist das Produkt dieses Verhaltens, sein Kind auf das Gymnasium zu stecken. Ein Verhalten, das dann gewisse Folgen hat.
Zuerst gehen alle auf das Gymnasium, denn schließlich wollen dort auch alle Freundinnen, man hat später bessere Aufstiegschancen und so weiter. Jedoch wirkt sich das auf das Gesamtniveau der Schulklasse aus. Aus den Einzelniveaus der Gymnasiasten bildet sich das Gesamtniveau der Schulklasse. Dieses Niveau sinkt, wenn nun auch Schüler wie Max mit tendenziell niedrigerem Niveau auf das Gymnasium gehen. Wer genau aufgepasst hat, dem stellt sich hier schon eine Frage. Ist es chancengleich, wenn das Niveau sinkt? Schüler wie Max schaffen es nicht, das Niveau mitzutragen, und starke Schüler langweilen sich und können ihr Potenzial weder ausreizen noch ausbauen. Das Verhalten der Mustermanns verursacht aber auch, dass das Gymnasium gefördert wird. Denn je mehr zufriedene Gymnasiastenkinder, desto mehr zufriedene Wählerkinder. Das ist für Politiker ein erfreulicher Sachverhalt. Vergessen wird dabei aber meistens, dass die Realschulen und die Hauptschulen dadurch irgendwie unter den Tisch fallen. Das macht es natürlich für die nächste Generation an Schülern unglaublich attraktiv, auf die Real- oder die Hauptschule zu gehen. Und daraus resultieren noch mehr Schüler auf dem Gymnasium und noch weniger Schüler auf den unnützen Restschulen. Zu dem sinkenden Gesamtniveau tragen aber auch nicht nur falsch eingeordnete Schüler bei, sondern auch weniger fleißige Schüler. Denn das war das große Paradoxon meines Schullebens. Alle erwarten, dass man auf das Gymnasium geht. Alle wollen auf das Gymnasium. Aber auf dem Gymnasium Leistungswillen zu zeigen, ist uncool. Es ist cool, lockerlässig mit einer 3 und nichts zu tun durchzustellen. Ist das dann wieder chancengleich? Einige investieren ihre Zeit und ihr Geld in teuren Extraunterricht. Und andere kultivieren gerade das Gegenteil. Aus meiner ursprünglichen Klasse, der 5a aus dem Jahre 2004, sind im Übrigen von 30 Schülern noch genau 13 übrig. Und das liegt nicht nur an möglicherweise gestiegenen Anforderungen oder Umzügen, sondern daran, dass das Gymnasium bei einigen die falsche Wahl war. Entsprechend ist auf die Frage, ob es nun immer das Gymnasium sein müsse, eine eindeutige Antwort gefunden. Nein, muss es nicht. Stattdessen müssen andere, ganz wesentliche Maßnahmen ergriffen werden. Diese werden allerdings größere Anstrengungen voraussetzen als das vorhin beschriebene Pseudo-Reförmchen. Gemeint sind primär zwei Änderungen an unserem Schulsystem, basierend jeweils auf der Annahme, dass es dreigliedrig bleibt. Erstens, die Grundschulzeit ist von 4 auf 6 Jahre zu verlängern. Bei einigen Grundschülern ist relativ früh klar, wo der Hase langlaufen wird. Für die übergroße Mehrheit ist es jedoch sinnvoll, mehr Zeit zu schaffen. Zeit, in der sich zeigen kann, zu welchen schulischen Leistungen sie imstande sind. Wobei betont werden muss, dass ich hier von schulischen Leistungen spreche. Das tatsächliche Leistungsvermögen einiger Schüler wird damit überhaupt nicht erfasst. Zweitens, es ist aufbauend auf der 6-jährigen Grundschule ein weiterer Schritt nötig. Die Durchlässigkeit zwischen den 3 Schulformen ist während der Sekundarstufe 2 und danach deutlich zu verbessern. Denn jeder Schüler, der statt 4 oder 6 entsprechend 8 oder 10 Jahre braucht, um sein Potenzial in der Schule voll zur Geltung zu bringen, braucht genauso die optimalen Möglichkeiten, das Abitur zu erreichen, wie jene, die schon in der Grundschule Überflieger waren. Nicht zuletzt ist ein weiterer, sich immer stärker einstellender Trend aufzuhalten. Gemeint ist die Abwertung von Haupt- und Realschulen. Alle 3 Schulformen haben ihre Existenzberechtigung. Wir müssen ihnen mitsamt ihren Lehrern, Schülern und Eltern daher mit dem gleichen Respekt und der gleichen Anerkennung entgegentreten, wie wir es beim Gymnasium tun. Die Entwicklung, dass Hauptschulen bessere Förderschulen für den unteren Rand unserer Gesellschaft und Realschulen für nicht sonderlich viel gehobener angesehen werden, bewirkt zwangsläufig, dass nur noch das Gymnasium ermöglicht,
dass Kinder und Eltern durch die Lande laufen können, ohne sich für die jeweilige Schule in Grund und Boden schämen zu müssen. Diese Entwicklung tut niemandem gut. Weder dem Anspruch der Gymnasien, noch den Schülern, Eltern und Lehrern der drei Schulformen. Es muss nicht für jedermann das Gymnasium sein. Es muss das sein, womit ein jeder Schüler und eine jede Schülerin individuell glücklich werden. Und gleichzeitig müssen für die Zukunft eben doch alle Türen offen stehen. Nur so kann Chancengleichheit geschaffen werden und den Kindern eine Kindheit gegönnt werden. Abschließend kann man sagen, dass solche Maßnahmen nur funktionieren, wenn wir alle mitziehen und hinter dieser Chancengleichheit stehen. Das Verhalten der Müllers hat nicht dazu beigetragen, das Bildungssystem unseres Landes zu stärken. Es hat nicht dazu beigetragen, Chancengleichheit zu verwirklichen. Am Ende sollten wir uns alle fragen, inwiefern habe ich zum Wohle des Bildungssystems beigetragen? Inwiefern habe ich zur Verwirklichung von Chancengleichheit beigetragen? Denn Chancengleichheit heißt nicht, alle auf das Gymnasium zu stellen. Es heißt, das Potenzial eines Einzelnen so auszunutzen, dass jeder sich aus diesem Potenzial heraus entwickeln und gleiche Chancen haben kann. Das kann ich wirklich verstehen, aber Schulzi, warte mal ganz kurz, nur eine Frage an dich. Warum möchtest du denn Bundeskanzler werden? Als Bundeskanzler bist du von ein bisschen mehr als der Hälfte der Bevölkerung gehasst und da kannst du auch gleich Lehrer werden.